Sobald der Abt Tedmunds Dankbarkeit hat, wird der Fulke ausliefern. Mehr als das wird es uns nicht kosten. Wenn dieses geistige Senkblei sein Wort hält. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wundert euch bitte nicht, hier oben steht jetzt Finde Tedmund und entführe ihn und nicht mehr Folge Basim. Es liegt einfach nur daran, ist der überhaupt? Ist er das hier? Ja. Das liegt einfach nur daran, dass ich jetzt mittlerweile ein Ziel oben habe und ihm nicht mehr folgen soll, warum auch immer, weil ich zwischendurch mal rausgegangen bin. Und als ich reingegangen bin, habe ich festgestellt, dass hier in der Nähe ein Eiferer war. Den habe ich dann mal eben fertig gemacht, bin wieder nach hier gereist. Und ja, leider steht jetzt unser Ziel nicht mehr dabei, dass wir Basim folgen sollen, sondern wir haben jetzt ein komplett anderes Ziel. Warum springst du da hoch, Mädel? So, ich hoffe, dass er trotzdem hier geblieben, dass er trotzdem mit drauf möchte. Komm, steig auf. Los. Hopp, geht doch. Einmal noch, ich sag's dir. Wenn der noch einmal über meine Stiefel oder Haare meckert. Ich glaube, den habe ich schon mal gehört, als ich mich ausgelockt hatte. Gut, ich wollte gerade sagen, es waren noch jetzt keine 2000 hier. Wo waren da gerade Wachen? Ups. Sollte ich mich vielleicht ein bisschen abseits der Wege halten. Aber das müssen wir sowieso. Denn wir müssen hier quer durch die Landschaft reiten. Übrigens, Schafe immer wieder gut. Das nur so als kleinen Tipp, falls ihr selbst auch spielt. Schafe immer wieder gut, wenn man Innereien braucht oder ähnliches. Okay, da war jetzt keine Wache dabei. Was mich übrigens daran erinnert. Nee, Proviant ist voll. Okay. Mann, das ist verwirrend, wenn ich die ganze Zeit knapp unter 2000 sehe, aber das Ziel eigentlich nur knapp 300 entfernt ist. Hab ich den noch getroffen? Ha! So kann man es auch machen. Und ich habe beide Reiherschnabel. Ja, ich würde sagen, im Vorbeigehen geschnappt sozusagen, weil ich getreten habe. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Habe ich bisher noch nicht gehabt. Kenne ich auch sonst nur von Red Dead 2. Gut, wir sollen ihn entführen. Da müssen wir jetzt mal schauen. Da gehen wir wahrscheinlich besser ohne Wolf hin. Wo ist er denn jetzt überhaupt hin? Hä? Okay. Das macht mir ein bisschen Angst. Deswegen speichere ich dann lieber doch nochmal ab. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo er denn ist. Er war gerade eben noch in diese Richtung. Sie für mich sühnen. So. Da patrouilliert einer auf dem Pferd. Ansonsten, glaube ich, sind nicht ganz so viele Leute da drin. Ne? Da ist noch einer. Standartenträger. Okay. Das, ach so, das ist diese... Ah, der Standartenträger ist jetzt aber ziemlich nah. Und die anderen auch. Das ist nicht gut. Weil wir möchten ja erstmal versuchen, uns reinzuschleichen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Sieht der uns so? Ich hoffe, die anderen sehen uns jetzt nicht. Weil der ist natürlich nicht ganz ohne. Was ist das, ein Kampf? Naja, es soll eigentlich kein Kampf werden. Es soll ein Attentat werden, aber... Komm mal näher, guck's dir erstmal an. Du siehst ihn nicht, oder? Ne, das dachte ich mir. Okay, da hinten ist noch so einer. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ja, du solltest dich generell verdecken. So offen rumlaufen ist nicht so gut. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? So, dann schauen wir nochmal eben. Überblicke das Land, Freundin. Also, der ist in dem kompletten Kreis hier, aber wohl relativ
Scheinbar irgendwo hier in der Hütte in der Nähe. Wenn ich das jetzt richtig vermute. So, ihr seht mich nicht, geht weiter. Los, haut ab. Verkrümelt euch. Zackig. Du auch. Ich will nur den Standartenträger da haben. Ja, so ist gut. Jetzt haut der auch noch ab, ja toll. So war das nicht gedacht. Jetzt haut er nach da hinten ab. So war das jetzt wirklich nicht gedacht, ja. Jetzt kann ich hier nicht mal richtig zielen. Das ist doch scheiße. Ja, mir wäre es lieber, hätte ich richtig gezielt, aber es ist an sich nicht schlimm. Es ist jetzt nur blöd, weil er jetzt nicht in unsere Richtung kommt, oder? Ah, du arbeitest lieber im Verborgenen. Oh, hat der mich jetzt gerade erschreckt? Ja, das tue ich. Aber ich schätze, dass du ein bisschen offensichtlich da rumstehst. Wieso kommt der jetzt erst? Ach Junge, komm doch einfach mal her. So schwer ist das nicht. Das ist ungewöhnlich. Ja, komm. Komm. So ist brav. So. Ich meine, wir hätten natürlich auch reinstürmen können und den entführen können, ne? Aber... Also ich persönlich finde immer noch, dass es so mehr Spaß macht. Wobei ich jetzt natürlich schlecht schleichen kann. Von hier aus. Ups. Eigentlich... klappt das beim ersten Schuss immer, dass die umfallen. Aber der wollte irgendwie gerade nicht so. Hey, was geht da vor sich? Ja, komm her und guck nach. Ich schätze, das war's dann mit dem Verborgenen. Oder ist der andere jetzt gar nicht... Da kommt zwar einer, aber der ist gar nicht so wirklich aufmerksam geworden. Sieht nach Ärger aus. Ja, hört sich so an, sieht so aus. Und was meinst du, ist es Ärger? Na komm. Hey. Habe ich den einen jetzt getroffen oder nicht? Sag mal, warum steht der denn jetzt hier schon wieder? Na komm. Nein, ich bin nicht in der Hecke. Ja, komm mal schnell nachgucken, großer, starker Bursche. Na los? Ja. Was gibt's zu berichten? So ist fein. Ich zeig dir gleich, was es zu berichten gibt. Komm noch ein bisschen näher. Mir wird's nie langweilig. Nein, das stimmt. Aber es wird tödlich. Für dich. So. Könnten wir ja gerade nicht noch was plündern? Hallo? Moment, da war gerade was? Hallo? Da, geht doch.
Immerhin 55 Silber, ne? Also. So. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wen wir jetzt hier entführen müssen. Ist anscheinend auch nicht direkt hier in der Nähe. Los, ach, der ist jetzt oben. Da kann ich ja noch lange einen nach den anderen hier rausziehen. Guck mal mit, du kannst doch auch so gut klettern, oder? Zeig es mir. Wer könnte das denn sein? Ah, der ist da hinten, okay. Zurück an die Arbeit! Zeit ist Geld und ihr verprasst das meine! Stellt ihr die Befehle des großen Tanz Tetmund in Frage? Ich werde euch ausdünnen! Nein, nein, beschützt mich! Da braut sich was zusammen. Wie denen beschützt mich? Was ist das denn für ein Spacken? Wo hat er uns denn jetzt gesehen? Genau, lauft mal einfach weg. Wenn wir so eine Angst haben. Ist das jetzt gewollt oder was ist das jetzt hier? Ich habe da nie gesehen, dass einer so wegrennt. Oh mein Gott. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Aber die haben wir doch eh schon, oder? So, mein Kleiner. Wir sind hier, um dich zu entführen. Kann man mit dir sprechen? Hallo? Wie soll ich den jetzt entführen? Hä? Ah, jetzt geht es. Ich wollte schon sagen. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Lasst mich gehen. Hör auf, rumzujaulen und du überlebst. Überleben? Oh, Heilige, beschützt mich. Schweigen wird dich retten, Tetmund. Schweigen, nicht deine Heiligen. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Der Mann, wegen dem wir hier sind, bringt dieses Unterfangen dein Blut nicht auch in Wallung? Arbeitest du nicht lieber im Verborgenen? Das haben wir doch. Wir haben den Raub dieses Mannes flink vollzogen und ohne, dass uns jemand folgt. Wir verstecken uns vor aller Augen, das ist unsere Art. Jedoch nur bis zum Moment des Erfolgs, dem finalen Schlag. Ich handle und spreche lieber offen. Könige und Jarls, die das nicht tun, werden oft missverstanden. Als Anführerin kannst du nicht leugnen, dass Ränke und Heimlichtuerei ein Mantel sind, den man gelegentlich tragen muss. Wie viele aus deinem Clan kennen die wahren Umstände von Sigurds Abwesenheit? Du siehst, was ich meine. Ein Anführer muss wissen, wann er spricht und wann er schweigt. Denn Schweigen ist nicht immer eine Lüge. Es kann sich wie eine anfühlen. Du hast dich der Idee, sich vor aller Augen zu verstecken, geradezu verschrieben, was? Voll und ganz. So wie ich es mit allem tue. Was auch nicht unbedingt schlecht ist. Halt, Dänen! Im Namen Elfreds, König von Westsexe, verlange ich die Übergabe dieses königlichen Untertans. Komm nicht näher, Christ, sonst stirbt dieser Mann durch meine Klinge. Bitte, ich bin nicht der Mann, den ihr sucht. Behalte den hier im Auge. Er wird ein hübsches Lösegeld wert sein. Eine Bewegung und ich schneide dir die Fersen durch. Wir haben deinen Mann. Beenden wir also dieses Schattenspiel und verschwinden. Bist du sicher, dass das Tetmund ist?
Er ist gekleidet wie ein Lord, aber dieser Mann ist kleiner und fetter als in meiner Erinnerung. Ich bin nicht Tedmund. Wirklich nicht. Ich schwöre es beim Heiligen Kreuze. Ich bin nicht Tarn Tedmund. Was in Gottes Namen geht hier vor sich? Wer bist du? Sprich schnell oder ich schlitze dir die Kehle auf und überlasse dich den Krähen. Shergar. Ich heiße Shergar. Lord Tedmund zahlt mir einen mickrigen Lohn, damit ich seinen Doppelgänger spiele. Bruder Shergar, du bist weit von Augustins Priorat entfernt. Ich verließ das Kloster vor vielen Monaten, Hochwürdigster. Das Mönchsleben war nicht meine Berufung. Du kannst noch nützlich sein, Shergar. Vereinbare ein Treffen mit Tedmund. Locke ihn für uns heraus. Tedmund schert sich nicht um das, was ich zu sagen habe. Ich bekomme meine Befehle schriftlich, nicht mündlich. Ich kenne den Mann kaum. Dann hast du keinen Wert für uns. Vielleicht sollte ich dich einfach hier und jetzt töten. Nein, 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 nein. Halt, warte. Lass mich nachdenken. Dänen! Um die Mauern zu stürmen, braucht ihr Dänen. Westlich von hier gibt es ein Räuberlager, vor dem ich gewarnt wurde. Als Tedmund befahl ich einem Soldatentrupp, sie zu fangen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch aufhalten. Wenn sich ein anderer Dänenbund unserem Angriff anschließt, haben wir die nötige Ablenkung, um ins Innere von Hufeskester zu gelangen. Wenn die Sachsen sie nicht vorher töten. Für diese Männer bin ich noch immer Tedmund. Ich könnte mit ihrem Hauptmann sprechen und alles abblasen. Ein tollkühner Plan. Die Nornier spinnen verschlungene Pfade, die nicht entwirrt werden können. Anscheinend war Hufeskester immer ein Teil unseres Wegs. Abt, bleib wachsam. Wir benachrichtigen dich, wenn wir bereit sind, Tedmund zu fangen. Und dieser Narr? Er weiß zu viel über unseren Plan. Nehmen wir ihn jetzt mit oder nimmt der andere ihn mit? Ich würde sagen, wir nehmen ihn mit und er gibt dann da die Befehle, ne? Wenn er es denn macht und nicht rumbrüllt. Aber gut, dann sind wir ja immer noch da. Der kommt mit uns. Und wenn er mich verrät, brate ich seine Eier über dem Feuer. Das wirst du nicht bereuen. Durch meine Gerissenheit und meinen flinken Verstand wird jedes Blutvergießen unnötig. Vielleicht töte ich dich doch noch, Freundchen, wenn du nicht aufhörst zu plappern. Ja, dann folgen wir mal, ne? Tedmund zu sein, schwinden rasch dahin. Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Musstest du anspruchsvolle Prüfungen und Herausforderungen bestehen? Ich wurde mit dem Fluch geboren, wie jemand anderes auszusehen. Wäre ich doch nur auf dem Pfad Gottes geblieben. Was brachte dich davon ab? Ich bin der siebte Sohn eines armen Bauern. Und da er kein weiteres Maul füttern wollte, gab mein Vater mich den Mönchen. Und das Klosterleben gefiel dir nicht? Ich dachte, die Regelmäßigkeit würde tröstlich sein. Stattdessen gab es nichts außer Gebeten und Schinderei. Die Nornier spinnen seltsame Schicksale. Nun hängt dein Leben von der Geschichte ab, die du dir selbst spinnst. Ich bin kein guter Schwindler. Ich werde starr, bleiern geradezu, die Hände schwitzen. Ich stottere, wenn ich nervös bin. Doch, ich bemühe mich. Ah, der Eckpfeiler aller großen Künste. Der Hauptmann kennt Tedmund nicht gut. Wenn wir ruhig Blut bewahren, wird er meine Befehle nicht hinterfragen. Hoffe ich. So. Steigen wir mal lieber ab. Vielleicht ist der Wolf sonst zu auffällig. Wir kommen zu spät. Hier herrscht großer Schrecken. Wir müssen die Überlebenden retten. Um jeden Preis. Nähern wir uns dem Hauptmann mit Bedacht. Er trinkt zu viel und braucht keinen Grund, um uns zu töten. Okay. Ja, ich bin es, Tarn Tedmund. Ich komme, um über meinen Befehl von vor kaum einem Tag zu sprechen. Diese Schweinshaxe bringt uns alle ins Grab. Hey, lasst uns frei, ihr eitrigen Pusteln am Arsch eines Schweins! Die klingt gut, die darf gerne meine Mannschaft. Ihr seid nun Sklaven Kents. Soll ich jetzt mit dem reden oder warum macht er nichts? Achso. Tarn Tedmund, was machst du denn hier? Wie kannst du es wagen, mich so respektlos anzusprechen? Weißt du denn nicht, wer ich bin? Du bist Tedmund, wie ich sagte. Und ich wollte nicht anmaßend sein, Herr. Mir wurde nur gesagt, du wärst in Hufeskester. Ach ja? Und sehe ich so aus, als wäre ich in Hufeskester? Das. Nein, Herr. Ein weiser Mann kommt immer unerwartet. Du reist in seltsamer Gesellschaft, Herr. Ein Araber und
Eine Dänin? Ich bin hier, um deinen Tarn bezüglich meines Volkes zu beraten. Das ist richtig. Eine Art kultureller Austausch. Vielleicht besuche ich eines Tages euer, Dänenland. Nordwege. Du hältst mich für eine Fremde. Doch sind wir nicht alle nur ein Abbild der Orte, die wir gesehen haben? Ja, nun, abgesehen davon, hast du weitere Befehle, Herr? Ja, ich befehle. Ich befehle euch, hier nicht weiter rumzulungern, sondern in eure Quartiere zurückzukehren, du Torfkopf. Und die gefangenen Dänen? Du musst sie alle töten, jeden einzelnen von... Verzeih, nein, lass sie hier, gefesselt, als Festmahl für Wölfe und Krähen. Das ist alles, ihr könnt gehen. Husch! Oh mein Gott! Eine überzeugende Darbietung, welche dir deine Freiheit erkauft hat. Geh, schaffe dir dein eigenes Leben, fern anderer Fußstapfen. Das werde ich. Diese kleine Kostprobe der Macht lässt mich grübeln. Vielleicht habe ich ja das Zeug, ein Anführer zu werden. Nee. Ja, beeilt euch, Männer! Warme Schenkel und Ale warten uns! Kommt schon, ihr Faulpelze! Ihr habt Tedmunds Befehl gehört! Also ich wollte sie ja lieber umbringen, aber naja. Festgebunden wie Tiere. Ich muss sie befreien. Wir verdanken euch unser Leben. Diese sächsischen Hurensöhne hätten uns alle getötet. Ja, das hätten sie. Und nun könnt ihr euch rächen. Marschiert mit uns auf Hofeskester und plündert seine Schätze. Das würde ich gern. Doch wir sind zu wenige für ein solches Wagnis. Wir haben keine Verbündeten in Westsexe, die wir zum Kampf gegen ihre Landmänner rufen könnten. Mercia wird dem Ruf folgen. Gedrick wird uns eine Wikingerhorde stellen. Wir senden eine Nachricht nach Oxenafortshire. Die Mercer sind nur zu gerne bereit, Westsexe einen Schlag zu versetzen. Wie lautet dein Name, Kriegerin? Runa Ees, Tochter. Wir brauchen Schiffe, Runa. Unsere kleine Flotte ankert flussaufwärts. Doch eine Seekette versperrt den Zugang zu Hofeskesters Mauern. Ich entferne sie. Dann könnt ihr mit euren Schiffen kommen. Sammle die Waffen und Rüstung der Gefallenen ein. Gedrick und die Männer von Oxenafortshire werden sie brauchen, um ihre mercische Herkunft zu verbergen. Meinen Kriegern wurde heute Walhall verwehrt. Mir gefällt der Gedanke nicht, ihre Waffen an Sachsen zu verschenken. Sie haben große Opfer gebracht. Das macht ihr Geschenk umso größer. Unser Sieg wird ihnen Gerechtigkeit bringen und ihre Schatten kommen zur Ruhe. Das verspreche ich. Werdet ihr das Rüstzeug mit zur Schlacht bringen? Und wie lautet unser Plan? Am Morgen gehst du nach Buckingham und erinnerst Gedrick an sein Versprechen. Wenn er zustimmt, suche mich am Ufer nahe Hofeskester auf. Mit den Schiffen. Wir sollten ab Kühnebert vorwarnen. Er wird Zeit brauchen, um einen Rettungstrupp aufzustellen. Runa, das übernimmst du. Alles scheint bereit zu sein. Beim ersten Tageslicht breche ich auf. Gut. Das gibt uns Zeit zum Trinken. Du bist weit gereist, um deine Pflicht zu tun. Ist das Leben eines Verborgenen? Immer unterwegs? Mein Weg ist eher ungewöhnlich. Doch unser Credo reist. Unsere Ideale sind universell. Du hast also keine Heimat? Ich habe keine Heimat. Nein. Seltsam. Für mich ist Heimat Familie. Und die habe ich nicht. Keine? Nicht mal Heitam? Eltern, Brüder, alle tot. Ich verlor meine Eltern, als ich 9 Winter alt war. Ohne Sigurd wäre ich... Ich hätte... Es gibt immer ein unzertrennbares Band. Ja. Kinder sind erstaunlich. Sie können dir so viele Sorgen bereiten. Und so viel Freude.
sogar dein Herz anhalten. Und wenn du Glück hast, nehmen sie deinen Platz ein. Das Glück hatte ich nicht. Ich hatte einen Sohn. Ich vermisse ihn entsetzlich. Immer noch. Tut mir leid, Basim. Er wurde mir genommen. Von jemandem, dem ich traute. Einem Freund und Mentor. Einem Mann, dem ich alles anvertraut hätte. Doch wenn du blind vertraust, kannst du alles verlieren. Er hat mir alles genommen. Alles. Nun, da die Kette aus dem Weg ist, kommen Gedrick und die Schiffe durch. Ja. Hofes Kester wird eine harte Nuss. Bereiten wir uns vor. Trotz der traurigen Worte, die wir jetzt gerade gehört haben und die vermutlich jeden, der eigene Kinder hat, noch einen Ticken trauriger gemacht haben als alle anderen. Und trotz der zwei Fertigkeitspunkte, die wir gerade bekommen haben, was macht mein Wolf eigentlich da hinten noch, würde ich sagen, dass wir erstmal diese Folge damit beenden und dass wir ja, den Angriff dann in der nächsten Folge machen werden. Bis dann. Ciao.